Die heile Familienwelt von Clara Jacobi nimmt ein jähes Ende, als sie verdächtigt wird, ihren Ehemann eiskalt erschossen zu haben. Das ist so schrecklich. Jetzt tu doch nicht so. Dir passt es doch ganz gut in den Kram. In der Mordnacht war sie bei ihrem Geliebten. Doch ihr Alibi platzt. Ja, Clara Jacobi? Nein, kenne ich nicht. Die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung, als plötzlich die gesamte Familie unter Mordverdacht steht. Es kam zum Streit und Sie haben ihn erschossen. So ein Unsinn! Herr Jacobi, sagen Sie einfach die Wahrheit. Wieso haben Sie Ihren Sohn umgebracht? Ein Mord und drei Verdächtige. Mein Name ist Alexander Stevens und ich werde den Abgründen in dieser Familie auf die Spur kommen. Clara Jacobi hatte gerade Sex mit einem Mann. Allerdings nicht mit ihrem Ehemann. Dann sehen wir uns also nächsten Montag, oder? Oh, tut mir leid, Philipp. Da bin ich mit meinem Mann bei Freunden zum Essen eingeladen. Das klappt nicht. Wenn du wüsstest, wie sehr dein Mann nervt. Da wird es doch eine Möglichkeit geben, den loszuwerden, oder? Jetzt hör auf, so einen Unsinn zu reden. Was willst du denn machen? Ihn umbringen? Vielleicht. Familienvater Rainer Jacobi wird ermordet aufgefunden. Mit einer Schusswunde in der Brust sitzt er in seinem eigenen Wohnzimmer. Hat der Lover seiner Ehefrau Clara seine Drohung wahrgemacht und den 41-Jährigen aus dem Weg geräumt. Und es ist der Vater des Toten. Es tut mir sehr leid für Sie. Mein Name ist Meissner, ich bin die ermittelnde Kommissarin in diesem Fall. Jacobi, Paul Jacobi. Sie haben Ihren Sohn gefunden? Ja, ich wohne hier zusammen mit Rainer und seiner Frau. Ihr Sohn wurde erschossen. Das Blut aus seiner Kleidung ist noch nicht getrocknet. Das bedeutet, dass er noch keine 1 bis 2 Stunden tot ist. Wer macht sowas nur? Hat Ihr Sohn Feinde? Oder wurde er vielleicht bedroht? Nein, er war bei allen beliebt. Ja, dann hat er vielleicht einen Einbrecher erwischt. Können Sie mir sagen, was in dem Safe war? Nein. Den Code kannten nur Rainer und seine Frau. Ich habe schon versucht, sie zu erreichen, aber da war nur die Mailbox. Ja. Keine Tatwaffe, keine Spuren von einem Kampf. Hallo, was ist hier los? Was? Jana, es ist was Schreckliches passiert. Dein Vater wurde erschossen. Was? Erschossen? Das ist meine Enkelin. Mein aufrichtiges Beileid, Frau Jacobi. Am besten, Sie bringen sie gleich mal raus. Ja. Ach, wenn Sie mir noch kurz sagen könnten, wo Sie heute Morgen zwischen 8 und 10 Uhr waren. Ich war bei einer Freundin, bei der wohne ich seit einer Woche. Wenn Sie jetzt darauf hinaus wollen, dass ich meinen Vater erschossen habe. Ganz ruhig, Jana, Sie muss das fragen. Ganz ruhig. Also ich war heute früh angeln. Und dann gegen 9 mit meinem Sohn in der Stadt zum Frühstück verabredet. Er hat meine Firma übernommen und wollte meinen Rat. Ich habe mich schon gewundert, dass er nicht gekommen ist. Okay, danke. Die Kollegen von der Spurensicherung konnten bisher auch keine Einbruchspuren entdecken. Seltsam. As we lost to the flames. Kommissarin Meissner hat die Ehefrau des Toten informiert und nach Hause gebeten. Während die Beamten auf die Witwe warten, rekonstruieren sie den Tathergang. Okay. Da es keine Einbruchspuren gibt, könnte Jacobi den Einbrecher freiwillig hereingelassen haben. Also gut, ich bin Jacobi. Ich bin mit meinem Vater verabredet und will eigentlich gleich los. Dann klingelt es an der Tür. Ich gehe hin. Da steht der Einbrecher, bedroht dich mit einer Schusswaffe und zwingt dich, den Safe zu öffnen. Ich habe Angst um mein Leben. Ich öffne den Safe. Nehme den Inhalt heraus und gebe ihn dem Einbrecher. Und dann soll ich mich auf die Couch setzen. Und er erschießt mich. Laut dem Gerichtsmediziner ist ca. 3 Meter in Entfernung.
Also von hier etwa. Warum sollte er noch schießen, wenn er die Beute doch schon hatte? Es macht doch nur Sinn, wenn er den Täter kannte und ihn hätte verraten können. Hallo? Sind Sie Clara Jacobi, die Ehefrau des Toten? Mhm. Mein Beileid. Danke. Ich kann einfach nicht glauben, dass er tot ist. Ich verspreche Ihnen, dass wir alles tun werden, um den Täter zu finden. Mhm. Können Sie mir sagen, wo Sie heute Morgen zwischen 8 und 10 Uhr waren? Heute Morgen war ich bei meiner besten Freundin, so wie jeden Montag. Ina Klein, Lützowstraße 13. Oh, Jana. Das ist alles so schrecklich. Jetzt tu doch nicht so. Dir passt es doch ganz gut in den Kram. Und mit dem Geld von der Lebensversicherung bist du deine Schulden auch gleich los. Jana, entschuldigen Sie bitte. Ich weiß auch nicht. Jana ist in einem schwierigen Alter. Schon okay. Stimmt es, dass nur Sie und Ihr Mann die Safe-Kombination kannten? Ja. Wir haben darin etwas Bargeld und meinen Schmuck aufbewahrt. Sind die Sachen versichert? Ja, wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen eine Liste und Fotos geben. Das wäre sehr nett. Aber noch etwas. Ihr Mann hatte also eine Lebensversicherung zu Ihren Gunsten abgeschlossen. Ja. Glauben Sie etwa? Reine Routinefragen. Sie glauben, ich hätte meinen Mann getötet? Bin ich im Moment wohl nicht die Einzige. Und so wie es aussieht, traut Ihre Tochter Ihnen die Tötung auch zu. Jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich. Und kommen Sie wieder, wenn Sie handfeste Beweise haben. Das werde ich, Frau Jacobi, das werde ich. Ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder. Alexander Stephens ist auf dem Weg zu Clara Jacobi. Die Indizien und ein neuer Hinweis reichten dem zuständigen Haftrichter aus, um einen Haftbefehl gegen die 42-Jährige zu erlassen. Die Witwe steht unter dringendem Tatverdacht. Hallo. Hallo. Stephens, mein Name, ich vertrete die Frau Jacobi. Jutta Meissner. Hallo, Frau Jacobi. Bitte setzen Sie sich. Ja, wie ich höre, werfen Sie meinem Mandanten vor, dass sie ihren Ehemann umgebracht haben soll. Ich hoffe, Sie haben gute Argumente. Wir gehen von einem vorgetäuschten Einbruch aus. Und außer dem Toten und seiner Frau kennt niemand die Safe-Kombination. Zudem ist Ihre Mandantin diejenige, die am meisten vom Tod ihres Mannes profitiert. Was aber jetzt nicht ungewöhnlich ist, dass die Ehefrau eines verstorbenen Mannes erbt, oder nicht? Das nicht. Aber Ihre Mandantin ist auch Begünstigte einer sehr hohen Lebensversicherung. Und die kommt ihr gerade recht, weil sie hohe Schulden hat. Ich habe nichts getan! Frau Jacobi, beruhigen Sie sich. Wir sind ja gleich wieder draußen. Oder haben Sie irgendwas Handfestes? Habe ich tatsächlich. Ein geplatztes Alibi. Frau Jacobi hat ausgesagt, heute Morgen bei Ihnen gewesen zu sein. Stimmt das? Ja, das stimmt. Clara und ich treffen uns jeden Montag zum Kaffeeklatsch. Zu unter Frauen. Käse-Sahnetorte und Erdbeerkuchen. War bestimmt lecker. Die Bäckerei bei mir um die Ecke macht echt den besten Käsekuchen der Welt. Das glaube ich gern. Es gibt da nur ein Problem. Frau Jacobi hat gar nichts von Kuchen erwähnt. Haben wir Kaffee getrunken und Videos geschaut. Stimmt. Dieses Mal hatten wir gar keinen Kuchen. Wir haben diesen Film angeschaut. Frau Jacobi hat auch nichts von Videos erwähnt. Und wenn Sie mich weiter anlügen, werde ich Sie wegen Strafvereitelung dran kriegen. Strafvereitelung. Na schön. Clara war nicht bei mir. Ich muss jeden Montag als Alibi herhalten. Und das jetzt schon seit Wochen. Warum, weiß ich aber auch nicht. Und wenn Frau Jacobi nicht bei ihrer Freundin war, dann vermute ich, dass sie zu Hause war und ihren Mann getötet hat. Oder vielleicht eine Affäre hat. Es stimmt. Sie geben es zu? Die Affäre gebe ich zu. Ach, kommen Sie. Das hat sich jetzt Stevens doch nur schnell als Verteidigungsstrategie ausgedacht und Sie wollen auf den Zug aufspringen. Er ist nicht besonders schlau, wenn Sie mich fragen. Frau Meissner, man muss auch nicht besonders schlau sein, um darauf zu kommen. Oder glauben Sie, dass meine Mandantin schon seit Monaten immer montags Männer umbringt? Das kann Ihr Liebhaber sicher bestätigen. Ja, Philipp wird ihm bestätigen, dass ich bei ihm war. Philipp Staude, Fleißstraße 6.
Staude, Kleiststraße 6. Gut. Wenn Herr Staude Ihr Alibi bestätigt, müssen wir den Täter trotzdem im persönlichen Umfeld Ihres Mannes suchen. Einen Einbruch schließe ich nämlich aus. Wissen Sie, ob Ihr Mann Probleme hatte? Ich weiß nur, dass er mit deinem Mitarbeiter aus der Firma Ärger hatte. Aber genaues weiß ich nicht. Ärger ist wirklich etwas vage. Dann werde ich Sie erst einmal hier behalten, bis Herr Staude Ihr Alibi bestätigt hat. Ist das denn wirklich nötig, Frau Meissner? Ich meine Mandantin hat einen festen Wohnsitz, hat eine Tochter und muss sich um ihre Firma kümmern. Wo sehen Sie denn da bitte schon eine Fluchtgefahr? Na, wenn Sie wüssten, was ich schon alles gesehen habe. Gut, kann man nichts machen. Ich fahre jetzt trotzdem mal in die Firma Ihres Mannes und höre mich mal da ein bisschen um. Ich melde mich bei Ihnen, ja? Gut, danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Ja, unter diesen Umständen ist der dringende Tatverdacht und damit die weitere Inhaftierung meiner Mandantin leider gerechtfertigt. Denn sie würde ja nicht nur am meisten vom Tod ihres Mannes profitieren, nein, sie hat auch ein falsches Alibi abgegeben. Ich kann nur hoffen, dass ihr jetziges Alibi wenigstens der Wahrheit entspricht. Aber weil ich mich gerade darauf nicht verlassen kann, werde ich jetzt nochmal in die Firma ihres verstorbenen Mannes fahren und mich ein bisschen umhören. Und vor allem möchte ich wissen, mit welchem Mitarbeiter ihr verstorbener Mann Probleme hatte. Wo hat Rainer denn bloß die bezahlten Rechnungen hingelegt? Opa, die waren doch schon immer hier. Und die unbezahlten liegen hier. Entschuldige bitte. Sag mal, willst du nicht wieder nach Hause ziehen? Ich meine jetzt, wo also, ist... für ein paar Tage wäre das schon okay. Wir müssen ja die Beerdigung planen. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich machen würde, mein Kind. Du, sag mal, glaubst du eigentlich, dass Mama... Jana, an sowas darfst du nicht mal im Traum denken. Herr Stevens wird das sich erklären. Er ist so schon seit Jahren ein guter Anwalt gewesen. Herr Jakobi, darf ich Sie ganz kurz stören? Herr Stevens, wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Hallo. 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 Ja, wo haben Sie denn Clara gelassen? Ja, es tut mir leid, die ist noch im Kommissariat. Die Kommissarin möchte ihr Alibi noch überprüfen, aber ich denke, deine Mutter wird bald da sein. Wenn wir bloß was tun könnten. Diese Warterei macht mich wahnsinnig. Verstehe ich, aber Sie können mir tatsächlich helfen. Ihr Sohn soll Probleme oder zumindest Streit mit einem seiner Mitarbeiter gehabt haben. Wissen Sie was davon? Streit? Davon weiß ich nichts. Aber vielleicht wollte Rainer sich deshalb mit mir zum Frühstück verabreden. Also mir hat er auch nichts erzählt. Moment. Jetzt kann ich mir auch denken, warum Rainer heimlich die ganzen Videokameras installiert hat. Es gibt hier Videokameras? Also Videoaufnahmen? Kann ich die mal sehen? Ja, natürlich. Kommen Sie, ich habe die Aufnahmen digital abgespeichert. Klicken Sie doch mal auf diese gelbe Datei da. Die wird Ihr Sohn doch nicht umsonst markiert haben. Emil, was haben Sie denn hier verloren? Herr Jakobi, ich suche nur gerade die Sachen für unseren neuen Kunden zusammen. Sonntagmorgens? Wollen Sie mich verarschen? Schon seit Wochen verschwinden Sachen aus unserem Lager, die sich dann auf wundersame Weise im Internet wiederfinden. Sie wollen mir jetzt unterstellen, dass ich sie bestehle? Das ist ja unerhört. Wehe Ihnen, wenn. Dann sind Sie Ihren Job los. Darauf können Sie Gift nehmen. Und jetzt ab in mein Büro, wir haben etwas zu besprechen. Können Sie mir denn irgendwas zu diesem Emil sagen? Den Emil habe ich damals als Lehrling eingestellt. Ja, bevor mein Sohn die Geschäftsleitung übernommen hat. Ich weiß nur, dass er ganz schön zu kämpfen hat, um über die Runden zu kommen. Ich brauche auf jeden Fall eine Kopie von diesen Aufnahmen, geht das? Ja, natürlich. Ich mache Ihnen eine. Super. Aber ist das Video jetzt nicht der Beweis dafür, dass Mama unschuldig ist? Die Unschuld deiner Mutter beweist es leider nicht. Da müssen wir auf das Alibi hoffen. Clara Jakobi? Nein, kenne ich nicht. Wer soll denn das sein? Angeblich haben Sie eine Affäre mit ihr. Und sie hat mir gegenüber ausgesagt, heute Morgen bei Ihnen gewesen zu sein. Wie kommt ihr denn dazu? Können Sie mir das sagen? Herr Staude, eine Affäre ist nicht strafbar.
Eine Falschaussage dagegen unter Umständen schon. Wenn Sie nämlich versuchen, eine Straftat zu vertuschen. Ich hoffe, Sie wissen es. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass ich Single bin. Also, wenn ich eine Affäre hätte, dann müsste ich sie doch nicht verheimlichen, oder? Ich kenne keine Frau Jacobi. Wo waren Sie denn heute Morgen, wenn ich fragen darf? Hier, zu Hause. Alleine. Also dann, auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie finden raus, oder? Mhm. Und? Haben Sie schon das Alibi meiner Mandantin überprüfen können? Das habe ich. Allerdings wird Ihnen das Ergebnis nicht gefallen. Herr Staude kennt Ihre Mandantin nämlich überhaupt nicht. Das kann nicht sein, der lügt. Er hat doch nichts zu befürchten, wenn er Frau Jacobi ein Alibi gibt. Aber trotzdem, meine Mandantin wird doch nicht so blöd sein, Ihnen nochmal ein falsches Alibi zu geben. Ich meine, das mit der Freundin war doch schon gelogen. Und ich meine, sie hat ja Ihnen den Namen dieses Mannes auch auf dem Silbertablett geliefert. Den zaubert sie doch nicht so einfach aus dem Hut raus. Ja, das sollten Sie am besten mit ihr unter vier Augen besprechen. Und vielleicht erwähnen Sie dabei auch, dass ein Geständnis manchmal strafmildernd wirkt. Also Frau Meissner, von einer Verurteilung sind wir ja Gott sei Dank noch mal entfernt. In der Zwischenzeit habe ich im Übrigen herausgefunden, dass der Verstorbene seine Firma mit Videoüberwachungskameras ausgestattet hatte. Und er hat einen seiner Mitarbeiter, einen gewissen Emil Beck, vermutlich des Diebstahls überführt. Und er wollte ihn wohl kündigen. Eine Kündigung ist ein recht dünnes Tatmotiv, finden Sie nicht auch? Also, Frau Meissner, so langsam habe ich den Eindruck, dass Sie sehr, sehr einseitig ermitteln. Sie könnten sich die Sache ja wenigstens mal ansehen. Also schön, wir rekonstruieren eh gerade die letzten Tage des Opfers. Da kann es nicht schaden, wenn ich mich einmal mit diesem Emil Beck unterhalte. Das hört sich doch mal gut an. Und in der Zwischenzeit würde ich ganz gerne mit meiner Mandantin sprechen. Geht das? Hm, ist kein Problem. Ich sag den Kollegen Bescheid. Super. Die Spur zu Emil Beck klingt vielversprechend und könnte meine Mandantin auch tatsächlich entlasten. Ich meine, Rainer Jacobi hätte seinem Mitarbeiter ja vertraut und ihn ins Haus gelassen. Und das würde wiederum erklären, warum es keine Einbruchspuren gab. Aber was mich jetzt viel mehr interessiert ist, warum das Alibi meiner Mandantin schon wieder geplatzt ist. Und ich bin gespannt, ob sie mir das erklären kann. Es war wohl nix. Herr Stevens, können wir endlich gehen? Muss ich Sie leider enttäuschen. Sie werden mit der Gesellschaft von der Kommissarin Meissner noch ein bisschen vorlieb nehmen müssen. Wieso das denn? Tun Sie doch nicht so unschuldig. Der Herr Staude weiß überhaupt nichts von Ihnen. Können Sie mir das erklären? Das Ganze ist nicht so einfach für mich. Für mich auch nicht, Frau Jacobi. Aber als Ihr Anwalt muss ich die Wahrheit kennen. Also, haben Sie Ihren Mann umgebracht? Frau Jacobi, für solche Spielchen habe ich keine Zeit. Das ist schon das zweite Alibi, das binnen eines Tages platzt. Wenn Sie so weitermachen, landen Sie für 15 Jahre im Knast. Minimum. Okay. Als ich so 22, 23 Jahre alt war, habe ich für einen Escort-Service gearbeitet. Und Philipp war mein Stammkunde. Und als ich dann endlich eine seriöse Arbeit gefunden habe, da bin ich da ausgestiegen und habe mich nie wieder bei ihm gemeldet. Das verstehe ich nicht. Wie sollen Sie dann Kontakt zu ihm? Brauchen Sie Geld? Nein. Philipp hat mich vor ein paar Wochen mit meinem Mann und mit Jana in der Stadt gesehen. Und da kam er wohl auf die tolle Idee, mich mit einem Video zu erpressen, das er damals heimlich gemacht hat. Wollen Sie mir jetzt ernsthaft sagen, dass Herr Staude nicht Ihr Liebhaber ist, sondern er sich sein Schweigen über Ihre Vergangenheit durch Sex bezahlen lässt? Wenn Sie so wollen. Aber ich habe das alles nur für meine Familie getan. Das müssen Sie mir glauben. Aber immerhin würde es erklären, warum der Staude behauptet, Sie nicht zu kennen. Denn er hat sich durch seine Erpressung ja selbst strafbar gemacht. Können Sie mir denn mehr über diesen feinen Herrn erzählen? Ja, nicht viel. Ich weiß nur, dass er damals ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann war. Er war total versessen auf mich und hat immer nur mich gebucht. Ja, und heute kann er sich wohl keinen Escort-Service mehr leisten. Frau Jacobi, es tut mir leid, aber die U-Haft hätte ich Ihnen dennoch nicht ersparen können. Aber ich habe ja noch das Video bei mir zu Hause. Das Video, genau. Das könnte den Staude tatsächlich ins Schwitzen bringen.